Die Münze im Fischmaul. Ein Wunder, das Jesus tat. Einmal ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, in den Tempel. Das war damals so etwas Ähnliches wie heute eine Kirche. Damals war es üblich, für den Tempelbesuch einen freiwilligen Betrag als Eintrittspreis zu spenden. Einer der Männer, die dieses Geld einsammelten, sprach Petrus an und fragte ihn, warum sie keine Tempelsteuer zahlen. Als Petrus Jesus von der Begegnung erzählte, fragte Jesus ihn: Was meinst du? Von wem verlangen Könige und Herrscher ihre Steuern? Nehmen sie etwa Geld von ihren eigenen Kindern? Petrus erwiderte: Nein, nur von anderen Leuten, nicht von der eigenen Familie. Siehst du, die Kinder sind nicht verpflichtet, für den Besuch zu bezahlen. Aber ich will nicht, dass sich die Leute unnötig über uns aufregen. Dann sagte er Petrus, was er machen sollte. Er schickte ihn zum See, um zu angeln. Bald hat er einen Fisch angebissen und Petrus zog ihn heraus. Im Mund dieses Fisches war eine Münze. Diese Münze konnten sie benutzen, um die Eintrittsspende für den Tempel zu bezahlen.